Die letzten Entscheidungen fallen hier. Wer wird am Ende nochmal auf dem Podium stehen hier in Jarama? Hola España, willkommen in Spanien und willkommen bei der Goodyear for European Truck Racing Championship. Im letzten Jahr wurde Sascha Lenz Dritter und er kämpft auch jetzt um diesen Rang. Aber Antonio Albacete ist sehr, sehr nah dran. Und für den Promoters Cup könnte das erste Rennen schon entscheidend sein. José Eduardo Rodríguez, wenn er gewinnt, dann kann er vielleicht den Promoters Cup gewinnen. Ich glaube, nach dem Rennen in Le Mans wird es sehr schwierig werden für uns, da noch aufzuholen. Aber ganz klar, wir lassen nichts unversucht. Und alle Augen sind auf die beiden Briten gerichtet. Mark Taylor kämpft gegen John Newell. Wenn das Qualifying gut ist und wir vorne sind, dann schauen wir nur auf uns und hoffen, uns Punkte zu sichern. Es ist schwierig, denn wir sind Teampartner. Aber wir wollen sehr sauber miteinander umgehen. So, wenn alles in Ordnung ist, dann sehen wir, wo es hingeht. Du fährst mit sehr guten Fahrern Rennen, mit tollen Fahrern und man kämpft natürlich gegeneinander. Ich denke, das wird ein Kampf bis zum Ende. Ich gehe morgen raus und das ist eine neue Rennstrecke für mich. Sehr schnell lernen und hoffe, ein paar Punkte einfahren zu können. Wer bekommt mehr Diamanten auf sein Bankkonto in dieser finalen Rennepisode und wer wird am Ende Dritter im Promoters Cup? Wir stehen im ersten Qualifying und haben eine große Verzögerung. Im zweiten freien Training ist Sascha Lenz in die Leitplanken eingeschlagen und alle helfen jetzt. Team John Newell, Team Jamie Anderson versuchen den Truck wieder auf die Strecke zu bringen, weil ja auch der Kampf um das Podium weitergeht. Sascha, wie geht's dir? Eigentlich soweit ganz gut. Es ist halt nur ein seelischer Schaden gerade entstanden, ne? Das erste freie Training war super für uns. Das zweite war ja Katastrophe, gell? So you said obviously he's not doing great emotionally because it was a shocker. First training session was very very good and then the second session there was this shock. Was erinnerst du, was ist passiert? Ich bin hab ganz normal rausbeschleunigt wie vorher auch und habe dann links eingelenkt, bin über den Curb gefahren. In dem Moment gab es einen Knall, Lenkung ist dann, also das Lenkrad hat sich bewegt einfach nur. Ja, ich habe direkt voll auf die Bremse getreten, aber das Auto hat nicht mehr reagiert. Wir sind geradeaus über Leitplanke drüber, Zaun, alles war das da. Stand, war aber weg danach. Gell? Also, so, von mir aus war es halt nicht heftig oder so. Es ist halt nur das Auto, was schwer kaputt ist. Ne? So, everything was fine, but then he tried to enter the left turn and he was over the curbs and the steering wheel broke and he tried to... to get hard on the brakes, but it didn't work obviously well, so he then crashed into the barriers, but luckily he said everything is fine with him. Und sie haben es tatsächlich hinbekommen. Die Teams One Truck Family haben den Truck von Sascha Lenz wieder rennbereit gemacht. Und er steht in der Startaufstellung, der MAN von Sascha Lenz. Und das Rennen geht los mit Norbert Kiesch auf der Pole. 15. von 16 Poles hat er erreicht. Antonio Albacete, der Lokalmatador, auf der zweiten Position, ebenfalls in der ersten Reihe. Und dann springt die Ampel von Rot auf Grün. Und Norbert Kiesch kann das Beschleunigungsduell gegen Albacete gewinnen. Mark Taylor startet aus der Boxengasse nach. Er hat Probleme
mit seinem Truck. Rennen geht in die erste Kurve und schon gibt es eine Kollision zwischen Steffi Halm und José Eduardo Rodríguez. Steffi hat sich in der Kurve gedreht und der junge Portugiese hatte keine Chance mehr auszuweichen, sodass an der Stelle die Fahrzeuge gefährlich standen. Und dann ging auch Mark Taylor und Jamie Anderson weit in den Kies. Und das bedeutet letztendlich Abbruch des ersten Startversuchs. Da mussten erstmal die Fahrzeuge geborgen werden. Der Schwabentruck Iveco von Steffi Halm einigermaßen onduliert vorne, ebenso wie der Rodríguez-Truck durch diese Kollision. Dann der zweite Startversuch. Wieder natürlich Kich gegen Albacete und Jochen Hahn gegen Sascha Lenz. Sascha Lenz, all die Emotionen nach dem Unfall hat er weggedrückt und versucht hier ein gutes Ergebnis zu erzielen. Norbert Kich kann auch den zweiten Start für sich entscheiden. Antonio Albacete auf der 2 muss direkt ein bisschen Abstand nehmen und hat den sechsfachen Europameister Jochen Hahn hinter sich in den Rückspiegeln. Und Jochen Hahn wird versuchen, hier Antonio Albacete diesen zweiten Platz dann doch streitig zu machen. Das restliche Feld hat sich einigermaßen sortiert, ist hereingekommen und es führt Norbert Kich vor Antonio Albacete und Jochen Hahn. Das die ersten drei, dann Steffi Halm nach ihrem Dreher auf vierter Position. Sehr, sehr tolles Ergebnis. Aber sie hat Sascha Lenz im Rücken, der wegen des Kampfs und den dritten Platz in der Meisterschaft natürlich um jeden Punkt froh ist. Und dann hat es Sascha Lenz geschafft. Er überholt Steffi Halm, setzt sich auf die vierte Position. Im Hinterfeld sehen wir André Kosim, der auch schon bereits eine kleine Kollision hat. Und Maggie ist ein wenig gerupft vorne an der Front des Iveco. Luis Requenco, Clemens Hecker und José Rodríguez, der Vater von José Eduardo Rodríguez, im Hinterfeld, angeführt von Steffen Faas, der ja noch um den Sieg im Promotors Cup kämpft. Aber Steffen Faas bekam eine 10-Sekunden-Strafe wegen einer Kollision. Und deswegen sind alle Hoffnungen auf den Sieg im Promotors Cup dahin. Der Sieg im Promotors Cup geht an José Eduardo Rodríguez und das weiß er und deswegen greift er zwar Luis Requenco an, aber macht sich jetzt nicht auf die Jagd nach Steffen Faas, es sei denn, es ergibt sich eine Möglichkeit für den 24-Jährigen. Im Hinterfeld also Kämpfe um den Promotors Cup. Vorne Norbert Kich in Führung und vorne Norbert Kich im Ziel. Ein weiterer Sieg für den alten und neuen Europameister in der Goodyear 4 European Truck Racing Championship. Kich gewinnt vor Albacete, Jochen Hahn wird Dritter und Antonio Albacete entzückt damit die Fans, die zahlreich hier nach Jarama gekommen sind. Und Norbert Kich empfängt die Glückwünsche von Reves, der 20. Rennsieg in dieser Saison. Herzlichen Glückwunsch, Norbert Kich. Eine schöne Zahl in den Büchern. Ja, nicht schlecht. Ja, ich bin wirklich glücklich. Gute Saison. Ich möchte gewinnen natürlich für das Team, weil sie einen so tollen Job gemacht haben. Und wieder, ja, sehr stark im Qualifying, sehr stark im Rennen. Der Start war diesmal am Ende gut und ich konnte sicher nach vorne fahren in der ersten Kurve. Dann hatte ich ein bisschen Abstand und ich konnte es in den restlichen Runden etwas leichter angehen lassen. Es funktioniert hier in Jarama sehr gut. Und dann ließen sie sich feiern auf dem Podest. Norbert Kich, Antonio Albacete und Jochen Hahn, wie wir es auch hier in den Resultaten in der Übersicht sehen. Sascha Lenz mit einem sensationellen vierten Platz nach diesem ganzen Dilemma mit dem Unfall. Steffi Halm auf der 5, José Rodríguez auf der 6, André Kosim und Luis Requenco auf den Plätzen 7 und 8. Clemens Hecker mit einem sehr, sehr guten 9. Platz. José Eduardo Rodríguez macht den Sieg im Promoters Cup fix mit der 10. Position. John Newell und Steffen Faas auf den Plätzen 11 und 12. He's been
Ich bin schnell hier vorne bei Luis Requenco. Enhorabuena, subir el podio otra vez. ¿Qué se necesita para sobrevivir aquí otra vez? Bueno, ahora se necesita tranquilidad, hacer las cosas muy bien, tapar los huecos, bueno, salir de curvas bien, con bastante tracción, y bueno, y esperar a que pasen las 12 vueltas, ¿no? Ich habe ihm gratuliert für das Podium und was er braucht zum Überleben, wenn er nach hinten schaut. Und er sagt, er muss ruhig bleiben, weil nicht jeder Fahrer ruhig bleibt. Er muss ruhig aus den Kurven herauskommen und natürlich an den richtigen Stellen beschleunigen. Dann wollen wir mal schauen, ob Luis Requenco das gelingt. Er hat ja den Truck von Lukas Hahn seit Le Mans und das hat für Aufwind gesorgt. Er ist auf der Pole Position im Reverse Grid, da er Achter wurde im ersten Rennen. Im Kampf gegen den Markenkollegen André Kosim kann sich Luis Requenco zunächst durchsetzen und kann vor den Augen der spanischen Fans die Führung in Rennen 2 übernehmen. André Kosim auf der 2, dann der Portugiese José Rodríguez auf der 3. Steffi Halm und Sascha Lenz im Kampf und Norbert Kiech hatte auch einen Bombenstart und hat sich schon auf die 6. Position nach vorne gearbeitet, hat Jochen Hahn und Antonio Albacete hinter sich lassen können. Vorne Luis Requenco, der 58-jährige Spanier, auf der Flucht, versucht Abstand zu schaffen, weil er sieht, dass Norbert Kiech durchs Feld pflügt und bereits auf die 3. Position nach vorne fährt. Das wird schwierig, sowohl für Luis Requenco als auch für André Kosim, hier den Europameister aufzuhalten. Und der Erste, der das erkennen muss, ist André Kosim im Iveco vom Don't Touch Racing Team. Norbert Kiech auf der 2. Nein, Norbert Kiech auf der 1 in der Maria de Villota-Kurve. Überholt er auch den Pole-Sitter, überholt Luis Requenco und setzt sich in diesem Rennen an die Spitze, also Rennen 2, auch dominiert von Norbert Kiech. Und das wäre sein 100. Sieg in der Europameisterschaft in seiner Karriere. Wie sieht es dahinter aus? Wie sieht es sonst aus? Hinter Norbert Kiech und André Kosim tobt ein Kampf, denn Antonio Albacete versucht, weiter nach vorn zu kommen. Das gelingt ihm nicht so richtig. Er bleibt ein bisschen stecken im Feld, wird letztendlich Achter, währenddessen er sieht, dass sein direkter Konkurrent im Kampf um Platz 3, Sascha Lenz, auf der 4. Position fährt. Norbert Kiech wieder vorne. Norbert Kiech wieder mit einem Sieg. Und dann gehen die Flashlights an, denn das ist das, was der Rennfahrer braucht, aber André Kosim mit einem glänzenden 2. Platz und Steffi Halm erobert für Schwabentrack ebenfalls ein Podium. Die Fans genießen erstmal die Donuts. Da kommt Balu an das Gewinnerschild und André Kosim und Steffi Halm nehmen die Glückwünsche entgegen von den Teams. Für Steffi Halm ein schönes Ergebnis am Samstagabend in der Hitze von Jarama. Happy birthday again, André Kosim. Nochmal herzlichen Glückwunsch, André Kosim. Das Geschenk ist ein Podium. Guter Plan. Ja, ich bin auch sehr glücklich mit dem Geburtstagsgeschenk. War ein hartes Rennen, aber ich bin für den Moment zufrieden. Ganz klar, ihr habt gestern den Motor getauscht, was bedeutet, dass du vielleicht mehr Power hast mit dem neuen Motor. Ja, es ist kein neuer Motor, wir haben einen anderen Motor. Wir haben ein bisschen mehr Power als in den letzten Rennen, müssen aber noch einige Probleme heute Abend beheben. Vielleicht können wir es ja morgen nochmal hinbekommen. Und dann lassen Sie sich feiern. Iveco, Iveco und MAN, Steffi Halm, André Kosim und mit dem 100. Sieg der Europameister Norbert Kiech. Die Resultate nochmal im Überblick. Auf der 4. Position, 2 4. Plätze nach diesem Desaster des Vormittags, Sascha Lenz, Chapeau. José Rodríguez auf der 5, Luis Requenco mit einem sehr guten 6. Platz. Jochen Hahn, Antonio Albacete auf den Plätzen 7 und 8. Jamie Anderson und José Eduardo Rodríguez komplettieren die Top 10. Clemens Hecker, John Newell und Jonathan André, der Race by Race Treiber, auf den Plätzen 11 bis 13.
Hello and welcome everyone. Hallo und willkommen zur Goodyear für European Truck Racing Championship. Wir sind bei der Fahrerparade hier in Jarama. Wir entern die Arena mit all ihren Zuschauern und wir müssen natürlich auch winken. Das ist er, der letzte Teil der Goodyear für European Truck Racing Championship und wir sind so aufgeregt, wieder in Spanien zu sein. Alle sind guter Stimmung und die Fans schreien und wir haben zwei weitere Rennen vor uns. Wir stehen vor Rennen Nummer 3. Und er startet neben Sascha Lenz. Der direkte Kampf zwischen euch Jungs zum Rang 3 ist eröffnet. Aber klar, ich meine, wir stehen nebeneinander und na, wir werden sehen, was passiert. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Ich weiß noch nicht wie, aber ich tue mein Bestes. Und das schauen wir uns an mit den ganzen Zuschauerinnen und Zuschauern, die hier in der Hitze von Jarama aushalten und spannenden Tragsport erleben. Grün, die Strecke ist freigegeben und der Iveco S-Way führt das Feld in die Formationsrunde. Norbert Kich hat alle 16 Poles in dieser Saison geholt und so geht er auch als Führender in die erste Kurve. Jochen Hahn außen etwas vernachlässigt, Sascha Lenz ist dann auf der zweiten Position. Er hatte Jochen Hahn in der Superpole in der letzten Runde noch auf die dritte Position verdrängt. Und Jochen Hahn ist aber dabei, hier Druck auf Sascha Lenz auszuüben. Beide wissen, dass sie vorne Norbert Kich nicht mehr angreifen können. Sascha Lenz verteidigt sich. Erste Angriffe von Jochen Hahn hier gleich auf den Berg hoch. Sascha Lenz mit einem kleinen Fehler, aber Jochen Hahn kann das zunächst nicht ausnutzen, setzt aber seine Bemühungen im Kampf um Platz 2 fort. Auch hier in der Links wieder beide gleich auf den Berg hoch. Sie lassen sich den nötigen Platz. Kleiner Kontakt ist ja im Truck-Race-Sport auch nicht ausgeschlossen. Da schaut niemand hin. Das gehört mit zum Business. Norbert Kich ganz vorne, Sascha Lenz. Druck von Jochen Hahn, Antonio Albacete auf der 4. Ja, da ist Sascha Lenz wieder vorne. Das ist für Antonio Albacete keine direkte gute Nachricht. Hier der MAN vom Rebocco-Norte-Team mit der Startnummer 38, José Eduardo Rodríguez. Es ist seine erste volle Europameisterschaftssaison und er fährt hier tatsächlich den Promoters Cup-Titel ein, den Titel für die Fahrer mit den Chromwertungen. Dann kommt Jochen Hahn gegen Sascha Lenz. Lenz mit kleinem Fehler und Jochen Hahn setzt sich hier durch. Antonio Albacete versucht, Sascha Lenz ebenfalls noch zu überholen, gelingt ihm aber an der Stelle nicht. Jochen Hahn mit kleinem Abstand den Berg hoch, kann frei fahren und Jochen Hahn setzt sich ab. Sascha Lenz hat einen neuen Konkurrenten in den Rückspiegel. Das ist Antonio Albacete. Aber Lenz möchte da nicht den Spanier vorbeilassen. Und dann ein Unfall, eine Kollision, die Folgen hat. Clemens Hecker, Steffi Halm, der Motor ist explodiert. Dann war Öl auf der Strecke. Und dann ist José Eduardo Rodríguez und Clemens Hecker in Steffi Halm reingefahren. All dreien ist nichts passiert, aber der Schwabentruck Iveco dann ziemlich zerstört am Rand der Strecke mit eben diesem Motorplatzer und der Scania von Clemens Hecker total zerstört. Die Fahrerkabine schräg auf dem Auto, Abbruch des Rennens und das Rennen wurde auch nicht wieder aufgenommen. Die Sportwarte hatten zu tun, mussten das Öl abbinden, um dann wieder für die nächsten Rennen bereit zu sein. Norbert Kich, Jochen Hahn, Sascha Lenz, so das Ergebnis von Rennen 3. Dritter Platz, jetzt 3 Punkte vor Albacete. Der Kampf zwischen dir und Jochen Hahn war sehr spektakulär, zumindest für uns am Bildschirm. Wie war es denn von drinnen? Oh, drinnen war es sehr heiß. Jochen ist ein wirklich alter Hase in dem Geschäft. Ich habe einen kleinen Fehler gehabt, immer mal wieder. Dann hat er den Rückstand wieder zugemacht und in einer langsameren Kurve war er viel schneller als ich. Dann habe ich einen kleinen Fehler gemacht, er konnte mich überholen und dann war es das. Trotzdem ein toller Sonntag für Sascha Lenz. Podium, 3. Platz. Es ist sein 3. Podium in Jarama. Jochen Hahn auf der 2 und Norbert Kich
mit dem 101. Sieg, dem 21. Saisonsieg 2023. Und auch im Promoters Cup, Luis Rybenko ganz oben, Steffen Faas auf der 2 und der Gastfahrer Jonathan André, der Franzose, auf dem 3. Platz nach Rennen 3. Die Resultate des Sonntagmorgen: Norbert Kisch, Jochen Hahn, Sascha Lenz auf dem Podium, Antonio Albacete hat das Nachsehen gegenüber Sascha Lenz, Jamie Anderson und André Kosim auf den Plätzen 5 und 6, José Rodríguez, Luis Rybenko, Steffen Faas und Jonathan André auf den weiteren Plätzen in den Top 10. Mark Taylor belegt den 11. Platz nach einem schwierigen Wochenende, John Newell auf der 12, Steffi Halm, José Eduardo Rodríguez und Clemens Hecker, wie gesehen, nicht im Ziel, aber trotzdem gewertet nach dem Abbruch des Rennens. Wir sind hier bei Steffi Halm und wir drücken die Daumen, dass sie wieder auf die Strecke kann. Ich kann es im Moment nicht sagen. Wir haben keine Verzögerung des Starts. Alle Jungs arbeiten hart, es hinzubekommen. Aber im Moment sieht es nicht so gut aus. Aber ich drücke die Daumen, dass wir fahren können. An der Stelle sei es gesagt, Steffi Halm, Sie haben sich bemüht, aber es ist dann nicht mehr gelungen, in der Zeit den Schwabentrack Iveco noch auf die Strecke zu bringen. Auch Clemens Hecker konnte nicht den Kommandos der Radioman folgen mit diesem wirklich dramatisch zerstörten Scania. Aber das 4. Rennen, das letzte der Saison, nahm dann doch seinen Lauf. Und es gab Kämpfe vorne, hinten, Rybenko wieder auf der Pole Position, André Kosim auf der 2 und es sollte spannend werden, ob Luis Rybenko in der Lage ist, seinen 2. Gesamtsieg zu erzielen. Im Hinterfeld Antonio Albacete zunächst vor Sascha Lenz und Norbert Kisch kam nicht so richtig zu Beginn des Rennens nach vorne, aber wie man ihn kennt, im Laufe des Rennens hat er sich dann weiter nach vorne gearbeitet. Luis Rybenko war nicht mehr in der Lage, die führende Position zu halten, hatte Probleme mit dem Luftdruck der Reifen und so ging ein Konkurrent nach dem anderen an dem 58-jährigen Spanier vorbei. Sascha Lenz kann sich gegen Antonio Albacete behaupten. Albacete versuchte immer mal wieder heranzukommen, aber der Spanier, ihm war klar, dass er den 3. Platz in der Europameisterschaft nicht mehr erreichen kann. Sascha Lenz auf dem besten Weg, das Vorjahresergebnis zu wiederholen. Den Nutzen ganz vorne zog André Kosim im Iveco von Don't Touch Racing. Er setzte sich ab, er war in Führung und er sollte dieses Rennen gewinnen mit einem Schreckmoment, denn der Motor gab seinen Geist auf. Und André Kosim hat die letzten 3 Kurven tatsächlich noch sich ins Ziel geschleppt, um den 10. Sieg seiner Karriere perfekt zu machen. Und dann gab es die Donuts. Dann gab es das große Finale für die Fans hier in Jarama, der Goodyear European Truck Racing Championship. Auch Sascha Lenz hatte allen Grund, die Reifen fliegen zu lassen. Das Wochenende begann für ihn fürchterlich, aber es wurde dann der 3. Platz. Alle zufrieden, alle am Ende glücklich. Das ist ein schöner Kopf. Ja, war ja auch ein schönes Rennen. Meine Tochter hat das für mich gemacht. Und wenn wir am Ende P3 haben, habe ich gesagt, dann ziehe ich das an.
Sascha Lenz auf der 2, André Cosimo auf der 1 und Norbert Kisch auf der 3. So das letzte Siegerpodium des Jahres. Und André Cosimo, das Geburtstagskind des Wochenendes, musste dann auch einiges an Shampoos über sich ergehen lassen. Und auch im Promoters Cup wurde nochmal richtig gefeiert. Luis Requenco zum Ende der Saison wieder ganz oben. Steffen Faas und Jonathan André komplettierten das Podium einer gelungenen Saison. Die letzten Resultate des Rennens 4, André Cosimo, Sascha Lenz und Norbert Kisch. Antonio Albacete, Jochen Hahn, José Rodríguez auf den Plätzen 4 bis 6. Jamie Anderson wurde 7. Requenco letztendlich 8. Steffen Faas und Jonathan André auf den Plätzen 9 und 10. 419 Punkte Europameister Norbert Kisch, 314 Punkte Jochen Hahn, Vize-Europameister und Drittplatzierter Sascha Lenz, insgesamt 5 Punkte vor Antonio Albacete. André Cosimo schnappte Steffi Halm noch den 5. Platz weg. José Eduardo Rodríguez mit 356 Punkten, Sieger im Promoters Cup vor Steffen Faas und John Newell, 1 Punkt vor Luis Requenco auf dem 3. Platz. Das waren die Bilder der Saison 2023. Es war eine tolle Saison und wir freuen uns jetzt schon auf die Saison 2024. Bis dahin, bleibt gesund. Danke, dass ihr bei uns wart und tschüss bis 2024.